Mein Name ist Melike China, vielen Dank. Ich bin angefragt worden, heute diesen Programmpunkt zu moderieren. Da oben können wir es auch schon lesen. Es geht um die Verleihung des Weizenbaum-Studienpreises, der zum einen herausragende Abschlussarbeiten würdigt, aber natürlich auch Josef Weizenbaum selber, einer der Pioniere der Informatik, würde ich sagen, dem es vor allen Dingen auch immer wichtig war, die immense Wirkung der Informatik auf gesamtgesellschaftliche Prozesse deutlich zu machen. Wer und wofür dieser Preis jetzt verliehen wird, das erfahren Sie gleich. Er wird seit 2010 verliehen, das darf ich schon verraten, somit nach meiner Rechnung zum 13. Mal heute. Und ich denke, diese Auszeichnung auch von Abschlussarbeiten ist ganz besonders im Geist von Josef Weizenbaum zu sehen, dem es ja immer darum ging, auch Innovationen sichtbar zu machen, ganz gleich, von welcher Ebene sie gewonnen wird. Und ich freue mich jetzt an der Stelle, zwei Personen aus dem FIF-Vorstand begrüßen zu dürfen. Zum einen den Vorstandsvorsitzenden, er ist auch Informatiker, Stefan Hügel, herzlich willkommen. Und zum anderen Rainer Rehak, auch aus dem Vorstand, Informatiker und Philosoph, wie ich gehört habe. Eine spannende Kombi. Ja, kommt rauf. Und übernehmt, bitte übernehmen Sie. Dankeschön für die schöne Einleitung und Beschreibung. Ja, wir sind jetzt angekommen bei der Verleihung der Weizenbaum-Studienpreise. Und man kann vielleicht dazu sagen, Moment, noch nicht. Okay. Man kann dazu sagen, es gibt ja eine ganze Menge Abschlussarbeiten zu den Themen Informatik und Gesellschaft, kritische Informatik oder philosophische Betrachtungen der Informatik und Technikwissenschaften. Und der Weizenbaum-Studienpreis ist quasi unsere Art zu zeigen, wenn ihr oder sie heute oder sozusagen in diesem Jahr eine Arbeit oder ein paar Arbeiten zu diesem Thema lesen wollt, dann sind es die. Das heißt, unsere Auszeichnung ist gleichzeitig natürlich, wie gesagt worden ist, Reminiszenz an Josef Weizenbaum, aber eben auch ein Lesetipp und ein Tipp näher reinzugucken. Das wird jetzt so ablaufen, dass wir jeweils sozusagen begründen, warum wir einen bestimmten Preis vergeben und dann die PreisträgerInnen selber noch so knapp 10 Minuten oder so Zeit haben, um selber ihr Thema vorzustellen und inhaltlich zu zeigen, was sie gemacht haben, was sie herausgefunden haben. Kommen wir also zum Ersten. Eine wesentliche ethische Frage bei der Nutzung jeder Form von Technik ist die Frage nach der Verantwortung. Diese Frage stellt sich besonders dringlich bei der Nutzung von Informationstechnik, durch die eine neue Stufe von Komplexität bei technischen Systemen ins Spiel gebracht wird. Heute sind es vor allem die KI-Systeme und die dadurch ermöglichten Systeme. Und so war zum Beispiel das maschinelle Lernen, deren Komplexität die Frage nach der Verantwortung in besonderem Maße aufwirft. Doch auch bei normal programmierten IT-Systemen stellt sich die Frage nach Verantwortung und danach, wie Technikwissenschaftlerinnen dieser Verantwortung gerecht werden. David Parnas, Preisträger des FIF, lehnt es in den 80er Jahren ab, an dem Militärstrategieprojekt Strategic Defense Initiative mitzuwirken, SDI. Nicht aus einer pazifistischen Haltung heraus, sondern aus beruflicher Verantwortung. Er war überzeugt, dass Systeme dieser großen Komplexität und mit diesen gravierenden Folgen bei Fehlfunktionen nicht sicher entwickelt und betrieben werden können. Hans Jonas wiederum schrieb in seinem Prinzip Verantwortung, handle so, dass die Wirkung deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Dies ist der ethische Maßstab, an dem sich die Technikwissenschaftlerinnen orientieren müssen. Doch auch bei weniger gravierenden Wirkungen stellt sich die Frage nach der Zuschreibung und Wahrnehmung von Verantwortung. In der technikphilosophischen Arbeit von Jan Hölzer, am Vorabend der Digitalisierung betitelt, die wir heute auszeichnen, werden die Texte dreier herausragender Persönlichkeiten der Informatik daraufhin untersucht, inwieweit sich darin Selbstzuschreibungen von Verantwortung finden lassen. Unter Vorabend wird dabei grob der Zeitraum von den 70er Jahren bis zu 1995 verstanden. Untersucht werden Veröffentlichungen von Josef Weizenbaum, Norbert Wiener und Ray Kurzweil. Dabei wird der Gegenstand, die Selbstzuschreibung von Verantwortung, durch TechnikwissenschaftlerInnen dadurch untersucht, dass anhand von Texten der drei Wissenschaftler, Josef Weizenbaum, Norbert Wiener und Raymond Kurzweil, dazu zusammengestellt, eingeordnet und gegenübergestellt werden.
Dabei wird nach den Kategorien Informationsphilosophie, philosophische Anthropologie, Sozialphilosophie und Bildungsphilosophie differenziert. Der Autor wird sicherlich gleich im en Detail auf die einzelnen Ergebnisse eingehen. Wir können jedoch vorwegnehmen, dass die Selbstzuschreibung sehr ungleich verteilt ist. Aus Sicht des Autors wurden verschiedene Positionen innerhalb der Technikwissenschaften deutlich. Kurzweil zum Beispiel streut nur vereinzelt kritische Betrachtungen und spricht dabei nicht von seiner Verantwortung. Wiener thematisiert die Verantwortung und schreibt sie sich teilweise selbst auch zu. Weizenbaum setzt sich ausführlich mit der eigenen Verantwortung auseinander. Es ist also vor allem jener, der immer wieder auf die Verantwortung von Fessen TechnikwissenschaftlerInnen hinweist. Dies wird im Abschlusskapitel unterstrichen mit dem Hinweis, dass sich Weizenbaum einmal als Feigenblatt des militärisch finanzierten MIT bezeichnet hat. Die Arbeit bietet einen sehr guten zusammenfassenden Überblick über die verantwortungsethischen Positionen der behandelten WissenschaftlerInnen. Formal ist sie korrekt verfasst und sinnvoll strukturiert. Wenn auch das Ergebnis nicht überrascht, wird es stringent und strukturiert herausgearbeitet. Dabei wird eine sinnvolle Aufteilung der Aussagen zugrunde gelegt. Der verwendete Verantwortungsbegriff, der sich auf Vorhaltung und Nötigung zur Verteidigung beschränkt, ist jedoch ein wenig vereinfachend. Hier wäre ein umfassender Verantwortungsbegriff und auch in der Folge eine umfassendere Bewertung wünschenswert gewesen. Auch mit Bezug auf weitere Positionen der Verantwortungsethik aus den betrachteten Zeitraum. Beispielsweise Hans Jonas, Hans Lenk oder Günther Ruppol, wie benannt. Der Zeitraum ist aber gut abgegrenzt. Zusätzlich wäre es sicherlich schön gewesen, die weitere Entwicklung verantwortungsethischer Positionen bis zur Gegenwart zumindest kurz anzureißen. Diese Punkte tun der hervorragenden Arbeit von Jan Hölzer aber keinen Abbruch. Insgesamt stellt die Arbeit eine sehr lesenswerte Zusammenstellung dar, Einordnung, Gegenüberstellung und Bewertung dreier zentraler Persönlichkeiten der Technikwissenschaft. Die Jury des Weizenbaum-Studienpreises hat sich deswegen für die Auszeichnung der Arbeit entschieden. Herzlichen Glückwunsch, Jan Hölzer, zum Weizenbaum-Studienpreis 2022. So, zuerst das Wichtige. Nein, so rum natürlich. Zuerst das Wichtige. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. So, machen wir gleich so. Ja. Und noch was, weniger für den Kopf oder auch für den Kopf. Das ist weniger für den Kopf als fürs Herz. Genau, für den Feierabend. Dankeschön. Herzlichen Dank und wir freuen uns jetzt drauf, gleich noch ein paar Worte von dir zu hören zum Inhalt deiner Arbeit. Dann kannst du das zur Seite stellen und dann geht's los. Vielen Dank für diese wirklich ausführliche Laudatio. Das hatte schon sehr viel vorweggenommen von den Inhalten. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar für diesen Preis heute und vor allem auch dankbar dafür, dass ich so großartige ProfessorInnen hatte, die mich in dieser Arbeit betreut haben. Das ist einmal Frau Nicole Karafidis und einmal Klaus-Arthur Scheier, die mich schon wegen meines gesamten Studiums und auch dann während der Bachelorarbeit betreuten. Und diese Auszeichnung ist für mich auch persönlich nochmal ein Zeichen, dass ich damals die richtige Entscheidung getroffen habe. Denn eigentlich hatte ich nach dem Abitur ganz andere Pläne. Ich habe 2017 nämlich nach meinem Abitur erstmal eine Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht. Und als ich die abgeschlossen hatte, wollte ich dann eigentlich nur Software programmieren und Probleme lösen. Aber das hat sich dann relativ schnell entwickelt, geändert, weil ich mit einer Kollegin gesprochen habe in meinem Unternehmen. Und die arbeitet schon seit 30 Jahren in einer Abteilung als Sachbearbeiterin. Und auf einmal war sie von so einem tollen Digitalisierungsprojekt betroffen. Und da habe ich das erste Mal für mich reflektiert, was es eigentlich bedeutet, wenn ich diese Software entwickle. Denn sie hat mir erzählt, dass sie um ihren Job fürchten muss, weil ich diese tollen Apps programmieren kann. Und diese Frage ist für mich seitdem immer hängen geblieben. Und so habe ich dann 2019 meine Arbeitszeit reduziert und das Philosophiestudium an der TU Braunschweig begonnen. Und diese Bachelorarbeit, für die ich hier heute geehrt werde, die mir die Möglichkeit gibt, vor Ihnen zu sprechen, das war sozusagen mein erster Versuch, mich diesem Thema Verantwortung philosophisch zu nähern. Und natürlich, es wurde schon gesagt, das Verantwortungsthema ist enorm komplex, also musste ich es natürlich entsprechend eingrenzen. Das habe ich einerseits getan, indem ich mich auf drei Autoren beschränkt habe. Sie sehen sie ja schon die ganze Zeit hinter mir. Sie wurden auch bereits erwähnt.
die Ende des letzten Jahrhunderts besonders einflussreich in den Technikwissenschaften waren. Und das sind einmal Waymond Kurzweil. Vielleicht kennen Sie seine Bücher The Age of Intelligent Machines oder The Singularity is Near. Mittlerweile ist Waymond Kurzweil übrigens Leiter der technischen Entwicklung bei Google. Die zweite Person, Norbert Wiener, ehemaliger MIT-Professor und Begründer der Kybernetik. Und Josef Weizenbaum, welche Überraschung, den Sie ja sicherlich jetzt schon so einigermaßen einordnen können. Darüber hinaus musste ich auch noch das ganze Thema Verantwortung eingrenzen. Ich habe mich also auf die Selbstzuschreibung von Verantwortung beschränkt und in diesen Texten der Autoren nach Aussagen darüber gesucht, wie sie denn ihre eigene Verantwortung für diese Entwicklungen einschätzen. Und auch mein Verantwortungsbegriff war dementsprechend eng gefasst. Für mich war Verantwortung die Möglichkeit einer Person, die Folgen ihrer Handlungen vorzuhalten und dann natürlich irgendwo auch die für diese Person die erwachsende Nötigung, sich dagegenüber irgendwie zu verteidigen, zu rechtfertigen, was da gesagt worden ist. Und so habe ich dann sämtliche Kernpositionen, Aussagen dieser Autoren herausgearbeitet und wirklich nur sporadisch kommentiert oder mal um Sekundärliteratur ergänzt, wenn ich der Meinung war, dass es das Verständnis erleichtert oder auch nochmal einen neuen Blickwinkel auf diese Themen bringt. Und gegliedert habe ich dann diese ganzen Inhalte nach 4 Bereichen. Sie wurden auch schon kurz erwähnt. Und diese Bereiche möchte ich jetzt kurz mit Ihnen beispielhaft in Anbetracht der Zeit hier für diesen Vortrag anreißen. Und ganz am Ende sprechen wir nochmal über die Selbstzuschreibung von Verantwortung. Der erste Bereich ist die Informationsphilosophie. Was ist das zentrale Thema? Die Frage, was ist Information? Und damit natürlich auch ganz eng verbunden die Frage, ob wir denn eigentlich Computern alles vermitteln können. Waymond Kurzweil sagt, ja, klar, wir müssen das Wissen nur sammeln und dann können wir das in geeignete Datenstrukturen überführen. Norbert Wiener sieht hingegen Information eher funktional, man könnte sagen als Nachricht, also etwas zwischen Sender und Empfänger und dann gibt es dann ausgelöstes Verhalten und ein paar Störfaktoren vielleicht, also eine ganz andere Auslegung von diesem Informationsbegriff. Und Weizenbaum macht erstmal einen Schritt zurück, schaut sich das an und sagt, stopp mal, das müssen wir ganz kritisch beleuchten, denn diese Daten da in dem Computer, die sind doch ohne unsere Interpretation von uns Menschen doch eigentlich noch gar nichts wert. Die haben doch gar keine Bedeutung, wenn wir sie nicht interpretieren. Weizenbaum gibt dann beispielsweise das Beispiel, dass wir auch gewisse Dinge nicht mal selbst in Worte fassen können. Komplexe Gefühle zum Beispiel. Wie wollen wir das dann einem Computer vermitteln? Und Kurzweil und Wiener, für die lässt sich irgendwie alles in Zahlen auflösen. Selbst der Mensch. Aber was ist eigentlich der Mensch? Das ist der zweite Bereich. Die philosophische Anthropologie. Und selbst diese Frage, was ist der Mensch, ist bereits problematisch. Denn der Mensch existiert ja eigentlich nur als Abstraktion. Wir haben es ja im echten Leben dann immer mit Individuen zu tun. Aber wenn Weizenbaum damals gewusst hätte, was passiert, wenn er sein Eliza, sein Chatbot vorstellt, 1966, der wäre schockiert gewesen. Und das war er dann auch, als er es gemacht hat. Denn das Erste, was auf seinen Chatbot als Reaktion kam, kam aus der Richtung Psychologie. Wir könnten da doch aus diesem Chatbot super eine automatische Psychotherapie bauen. Da müssen die gar nicht mehr zum Arzt gehen. Die können einfach damit chatten und können sich dann selbst heilen. Wir geben denen gute Tipps, alles automatisiert. Weizenbaum war schockiert von diesen Zitat perversen Behauptungen, dass man einen Mensch einfach als Maschine denkt und sagt, mit den richtigen Operatoren kriegen wir den schon wieder repariert. Aber bei Kurzweil und Wiener finden sich genau diese Maschinenmetaphern ständig. Kurzweil geht sogar so weit zu sagen, dass die Evolution keine sonderlich effiziente Programmiererin war. Und jetzt endlich mit der Technik können wir all unsere Fehler, unsere Unzulänglichkeiten aus der Welt schaffen. Wir sind das schwächste Glied in einem Netzwerk komplexer Maschinen. Aber wer sitzt dann eigentlich noch am Steuer? Der dritte Bereich, die Sozialphilosophie. Waymond Kurzweil sagt auf die Frage nach den Folgen der Digitalisierung, "It will all depend on who controls the technology." In dieser Aussage
ist die These einer Neutralität der Technik verborgen. Und genau diese These gilt es in dem dritten Kapitel des Hauptteils zu entkräften, über diese verschiedenen Machtverhältnisse aufzuklären. Es geht dann beispielsweise darum, was passiert, wenn gewisse Gruppen, zum Beispiel Frauen, nur wenig oder gar nicht in Entwicklungsprozesse einbezogen werden. Was passiert, wenn das Militär die Forschung finanziert? Und zu guter Letzt auch, was denn eigentlich die TechnikwissenschaftlerInnen mit ihrer Macht anfangen, wenn sie, Zitat Weizenbaum, sich als Hohepriester darstellen, die dann in ihrer Geheimsprache über die Zukunft beraten, die für normale Menschen gar nicht mehr nachvollziehbar ist. Und genau das bringt doch auch die Frage auf den Tisch, wie es denn eigentlich mit der Bildung aussieht. Die vierte Perspektive, Bildungsphilosophie. Da habe ich mir dann nochmal die Aussagen angeschaut, die die Autoren zur Bildung treffen, zum Arbeitsmarkt der Zukunft, zur Einführung von Computern in Schulen und mein persönliches Lieblingsthema, das wichtigste Thema, die Ausbildung der TechnikwissenschaftlerInnen. Wie bereiten wir denn diese Menschen auf ihre verantwortungsvolle Rolle vor? Da können wir nicht einfach ein Wochenendseminar Ethik machen. Wir müssen eine Persönlichkeit, eine Haltung entwickeln, die wir nicht einfach mit einem Wissenstransfer gewährleisten können. Weizenbaum spricht über Vorbilder. Vorbilder in der Informatik, die Professoren, die Professorinnen, die als Vorbilder diese kritische Reflexion vorleben müssen, die uns zeigen müssen, wie man denn gewissenhaft mit der Technik umgeht, damit wir unserer Verantwortung gerecht werden können. Aber wie sind denn diese drei Autoren hier mit ihrer Verantwortung umgegangen? Die Selbstzuschreibung von Verantwortung. Raymond Kurzweil zeigt wenig kritische Reflexion. Für ihn ist die Technik unaufhaltbar. Und vielleicht gibt ihm das ja auch seinen Freifahrtschein. In seinem ganzen Buch The Age of Intelligent Machines kommt das Thema Verantwortung kein einziges Mal vor. Kein einziges Mal. Bei Norbert Wiener, der zumindest von Weizenbaum noch explizit gelobt wird, dafür, dass er das Böse mit der Technik schon sehr früh in Zusammenhang gebracht hat, sehr früh erkannt hat, was da passieren könnte in der Zukunft. Auch da findet sich kaum was, zumindest nicht zur Verantwortung. Und wenn, dann mit sehr großen Einschränkungen. Und Weizenbaum, der schaut sich das an, diese Entwicklungen, und kommt dann zu der Aussage, nur noch ein Wunder kann uns retten. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen sollen, dass wir einfach nur hoffen müssen, dass es irgendwie besser wird. Nein, Weizenbaum war davon überzeugt, dass wir alle zu etwas Größerem ausersehen sein könnten. Und genau aus diesem Grund können wir nicht sagen, ja, die Ohnmacht des Einzelnen, was kann ich alleine schon anrichten? Nein, wir müssen die Verantwortung übernehmen. Wir können die Verantwortung nicht wegschieben und vor allem nicht in diesen komplexen technischen Systemen, wo man die Verantwortung einfach so verteilt, dass sich am Ende alle anschauen und sich fragen, eigentlich fühlen wir uns alle nicht verantwortlich. Die Verantwortung ist einfach weg. Das geht nicht. Wir müssen uns so verhalten, sagt Weizenbaum, als würde die Zukunft der gesamten Menschheit von uns abhängen. Weizenbaum ist Vorreiter genau dieses Verantwortungsbewusstseins. Und dieses Erbe sollten wir alle antreten. Das ist das Ergebnis meiner Bachelorarbeit. Im Sinne des Friedens und der gesellschaftlichen Verantwortung. Und wie wichtig der Frieden ist, das ist doch wohl in den letzten Monaten nur allzu eindrücklich klar geworden. Vielen Dank. Auf von mir. Ja, die Erhebung und Verarbeitung von Daten
spielt eine immer größere Rolle bei der Nutzung digitaler Technik. Sowohl die unsichtbar erhobenen Daten, die wir als Preis dafür bezahlen, eine Vielfalt von Services nutzen zu können, als auch die Daten, die wir bereitwillig den Dienstleistern geben, um sie irgendwo in der Cloud verarbeiten zu lassen. Dazu kommen Daten, die beispielsweise ein Arbeitgeber oder staatliche Behörden erheben und zur Überwachung nutzen. Aus dieser Datennutzung ergeben sich Risiken von unmittelbaren Konsequenzen aus der Nutzung der Daten. Man denke an die Nutzung von Gesundheitsdaten durch Versicherungsunternehmen zur Risikoeinstufung oder Nutzung der im Arbeitskontext anfallenden Daten zur Leistungsbewertung oder gar für disziplinarische Maßnahmen durch den Arbeitgeber. Verstärkt werden diese Risiken durch die Nutzung in Systemen maschinellen Lernens, deren Komplexität zu weiterer Intransparenz der Verarbeitung führt. Christina Hecht untersucht in ihrer soziologischen Arbeit datifizierte Situationen und Gesellschaftsbilder, die wir heute auszeichnen, zwei Arten datafizierter Situationen daraufhin, wie sie solche Gesellschaftsbilder beeinflussen. Im Bereich der Erwerbsarbeit die Nutzung von Daten zur Steuerung der Arbeitsprozesse und im privaten Bereich die Nutzung von Daten zur Optimierung der Gesundheit anhand von Fitness-Trackern. Dazu wurden jeweils 5 Personen anhand eines standardisierten Fragenkatalogs befragt und die Ergebnisse ausgewertet. Die Autorin stellt und beantwortet dabei folgende Forschungsfragen. Wie werden datafizierte Situationen erfahren und eingeordnet? Sind diese Erfahrungen und Einordnungen verbunden mit Vorstellungen von der datifizierten gesellschaftlichen Wirklichkeit? Wenn ja, inwiefern? Der freiwilligen Nutzung der Daten in Fitness-Trackern stehen die Probandinnen positiv gegenüber. Sie empfinden die Effekte, die sich zum Beispiel durch Nudging und Gamification auf Basis der Erfassung von Kennzahlen wie Fitnesspunkten ergeben, als motivierend, ihr Tagespensum zu schaffen, empfinden dabei aber keinen Zwang. Auffällig ist auch, dass Datenschutzbedenken beim überwiegenden Anteil der Befragten keine wesentliche Rolle spielen. Anders bei der Datifizierung im Arbeitskontext. Nudging und Gamification sind hier nicht mehr freiwillig, sondern werden zu einem Zyklus aus Anweisung, Evaluation, Disziplinierung. Hier werden klare Anweisungen erteilt und Ziele gesetzt, deren Ergebnis auf Basis der gesammelten Daten evaluiert wird. Die Performance ist Grundlage der Leistungsbeurteilung und wird beispielsweise bei der Zuteilung von Liefergebieten berücksichtigt bei Lieferando. Damit werden die Daten zur Disziplinierung der MitarbeiterInnen genutzt, bis hin zur Kündigung, wenn die vorgegebenen Zahlen nicht erfüllt werden. Zusammengefasst ergibt sich der Unterschied zwischen Freiwilligkeit der Datenabgabe beim Fitness-Tracking und unfreiwilliger Datenabgabe im Arbeitskontext. Im ersten Fall werden die Daten als nutzenstiftend empfunden, da sie sonst unbestimmbare Aktivitäten zum eigenen Nutzen quantifizierbar machen. Im Arbeitskontext ist dies nicht mit einer Ermächtigung verbunden, sondern wird als Kontrolle empfunden. Die Arbeit ist klar strukturiert, die Forschungsfragen klar benannt und überzeugend und klar beantwortet. Das Ergebnis ist weitgehend konform mit der intuitiven Erwartung, dass die freiwillige Datennutzung positiv gesehen wird als Erweiterung der persönlichen Möglichkeiten, die vom Arbeitgeber erzwungene Datennutzung aber eher negativ. Es wird überzeugend herausgearbeitet, lediglich das Sample von jeweils nur 5 Personen, insgesamt 10, erscheint etwas gering. Es sind aber auch klar die methodischen Schwächen innerhalb der Arbeit benannt, der Zugangsweg zu den Daten dokumentiert und die dadurch entstandene Verzerrung auch thematisiert. Also auch das ist in der Arbeit enthalten. Insgesamt ergibt sich eine überzeugende Behandlung des Themas, die wir sehr gerne mit einem Weizenbaum-Studienpreis auszeichnen. Herzlichen Glückwunsch, Christina Hecht, zum Weizenbaum-Studienpreis 2022.
Ja, so ist das. Sehr groß. Ja, achso. Läuft meine Zeit schon? Okay. Ja, ich bleibe hier bei der Katze, weil ich so ein paar mehr Folien noch durchschauen muss. Genau, wenn ich meinen Freundinnen von meiner Masterarbeit erzählt habe, dann konnte ich immer so einen kleinen Witz einbauen und den werde ich jetzt hier schamlos recyceln, nämlich, dass nach einem ganzen Soziologiestudium irgendwie doch die Frage bleibt, was ist eigentlich Gesellschaft? Großes Thema, das musste also beantwortet werden in meiner Masterarbeit. Und ein anderes Thema, was während meines ganzen Studiums zentral war, war die Frage, was machen digitale Technologien mit unserer Gesellschaft? Und wenn man sich das dann so anschaut, dann kann man zweierlei beobachten. Nämlich auf der einen Seite, dass wir ganz viele Fallstudien und Diagnosen haben zur Auswirkung von digitaler Technik in bestimmten Bereichen. Also zum Beispiel Arbeit und Wertschöpfung oder politische Entscheidungsfindung, politische Partizipation. Und in einigen wenigen Studien werden jetzt langsam auch so individuelle Einstellungen und Deutungen dazu erhoben. Auf der anderen Seite haben wir große, große Diagnosen. Also es wird von der Ära der Datafizierung geschrieben, von der Datengesellschaft oder auch vom digitalen Kapitalismus. Und bei diesem zweiten Punkt fehlen mir oder haben mir aber so Studien gefehlt, die da eben individuelle Einstellungen zu diesen großen Diagnosen abfragen. Also könnte man fragen, was ist eigentlich die digitalisierte Gesellschaft? Ein wenig salopp. Genau. Die Frage, was Gesellschaft eigentlich ist, da war ich jetzt nicht die Erste, die sich die Frage gestellt hat, sondern da konnte ich anknüpfen an die arbeitssoziologische Gesellschaftsbildforschung. Die fragt eben danach, was für Gesellschaftsbilder haben Leute? So, und was sind Gesellschaftsbilder? Erstmal eine ganz blurry Definition, das sind Vorstellungen über die gesellschaftliche Wirklichkeit. Und wenn man das jetzt so ein bisschen genauer, nicht operationalisieren, aber ein bisschen genauer definieren möchte, kann man eben drei Dimensionen aufmachen. Einmal Wahrnehmung und Bewertung der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung, der zukünftigen gesellschaftlichen Ordnung und auch ganz zentral die Bedeutung technischer Möglichkeiten. Diese Zentralität kommt eben daher, dass das ein arbeitssoziologisches Konzept ist und wie wir uns alle vorstellen können, macht es einen Unterschied, ob ich am Fließband arbeite oder durchs Amazon-Warenlager laufe. Genau. Was wissen wir aus der Forschung? Wir wissen, oder das wissen wir auch ohne Forschung, niemand kann irgendwie die Gesellschaft an sich unmittelbar erfahren. So, wir können ja nicht einfach heraustreten und sie von außen anschauen. Stattdessen wissen wir, Gesellschaftsbilder basieren auf unmittelbaren Erfahrungen im Alltag von Leuten. Und in diesen unmittelbaren alltäglichen Erfahrungen spiegelt sich sozusagen unsere Verortung in der Gesellschaft. Da spiegelt sich also die gesellschaftliche Struktur und wir merken irgendwie, okay, wo ist mein Platz da drin? Wir können also sagen, dass Gesellschaftsbilder immer aus einer ganz spezifischen Perspektive auf die Gesellschaft heraus entstehen. Sie sind also, wenn wir mit Mannheim sprechen, seinsgebunden. Gleichzeitig gehen unsere Vorstellungen über die Gesellschaft aber auch über den Bereich unserer unmittelbaren Erfahrung hinaus, zum Beispiel, weil wir Erfahrungen auf abstraktere, andere Kontexte übertragen. Und wie ich schon gesagt habe, wurde das in klassischen Studien eben vor allen Dingen mit Fokus auf die Erwerbsarbeit gemacht. So, weil man sagt, und das stimmt ja auch immer noch, in der Erwerbsarbeit, so, das ist der bestimmende Bereich, der gemeinsame Lebenslagen und gemeinsame Perspektiven auf die Gesellschaft herbeiführt.
Ich habe aber dann in meiner Arbeit angeregt, auch Erfahrungen aus der Privatsphäre mit einzubeziehen. Und dafür gibt es verschiedene Gründe. Der wichtigste ist aber, dass digitale Technologien eben auch in diesem Bereich so komplett durchziehen. Das heißt, das Fließband ist eben in der Fabrik geblieben, mein Handy habe ich auch zu Hause dabei. Genau. Deswegen habe ich mir in meiner Masterarbeit diese zwei Fragen gestellt, die ja auch schon so vorgetragen wurden. Also, wie werden datafizierte Situationen erfahren und eingeordnet? Erstens. Und zweitens, sind diese Erfahrungen und Einordnungen verbunden mit Vorstellungen von der datafizierten gesellschaftlichen Wirklichkeit? Und wenn ja, inwiefern? Datafizierung ist hier das Konzept, mit dem sozusagen die zunehmende Relevanz von Technologien zur Erfassung, Auswertung und Speicherung von Daten abgegriffen werden soll. Um die Fragen zu beantworten, habe ich mir Extremfälle angeschaut, also algorithmisches Management in der Erwerbssphäre und Fitness-Tracking in der Privatsphäre. Ich habe also mit Personen gesprochen, die regelmäßig und intensiv in datafizierten Situationen verortet sind. Und das waren eine ganz kleine Korrektur, wenn Sie mir erlauben, keine standardisierten Befragungen, sondern offene, leitfadengestützte Interviews. Durch die zentrale Gemeinsamkeit nämlich, dass sich diese beiden Gruppen in strukturanalogen Situationen wiederfinden, wollte ich herausfinden, was denn die dominanten Deutungen, die dominanten Aspekte von Gesellschaftsbildern im Hinblick auf digitale Technologien sind. Der wichtige Unterschied aber, dass man es einmal in der Erwerbssphäre erfährt, also weniger freiwillig, und einmal in der Privatsphäre, also sehr freiwillig, sollte quasi die Frage beantworten, ob diese verschiedenen Erfahrungen auch zu Unterschieden in den Gesellschaftsbildern führen, so wie wir es theoretisch ja auch erwarten würden. Genau. Was habe ich herausgefunden? Zu Frage 1, Erfahrung und Einordnung datafizierter Situationen. Wie ja schon gesagt wurde, nehmen Fitness-TrackerInnen diese datafizierten Situationen als ermächtigenden Handlungsraum wahr, weil sie entlang eigener Maßstäbe ihre Ziele individualisiert verfolgen können. Das ist ja auch quasi ein großes Ding bei diesen Technologien, dass es eben zumindest dem Anschein nach irgendwie sehr individuell angepasst ist. Da habe ich hier diese Zitate von meinen Interviewpartnerinnen mitgebracht. Also der Fitness-Tracker sagt, ich habe jetzt auch in diesem Jahr jede Challenge geschafft. Glaubt, das ist natürlich auch so der Motivator, dass man dann ein Jahr voll kriegt. Ich nenne das so Atomic Habits, also kleine Veränderungen im Leben, die sich dann zu etwas Positivem konsolidieren. Auf der anderen Seite haben wir hier einen Arbeiter aus dem Warenlager von Amazon. Und der steht sozusagen exemplarisch dafür, wie die Erwerbstätigen diese Situation einordnen. Die stehen denen nämlich entweder kritisch oder pragmatisch distanziert gegenüber. Und denken generell, dass diese Technologien ein potenziell ungerechtes Projekt sind, was ArbeitgeberInnen einseitig bevorteilt. Er erzählt, dass dort, also im Handscanner, wird halt alles gesammelt. Wie viel du gepickt hast pro Stunde, wie lange du gebraucht hast, wird intern auch noch ausgerechnet. Und auch noch mit einer Performance dann von allen Leuten. So und so. Also 100% wäre gut, darunter hast du irgendwann ein Managergespräch. Zweite Frage. Hängt das Bild von der datafizierten Gesellschaft mit der Erfahrung in diesen Situationen zusammen? Wie schon gesagt wurde, der zentrale Unterschied ist, dass Erwerbstätige deutlich kritischere Positionen hinsichtlich der gesellschaftlichen Ordnung vertreten. Die Rolle der Politik wird kritisiert und vor allen Dingen auch finanzielle Ungleichheit in unserer, und damit meine ich jetzt die BRD, also die deutsche Gesellschaft. Auch, und das sehen wir gleich wieder in den Zitaten, sind sie viel skeptischer ob der utopischen Potenziale digitaler Technologien. Also eine Lieferando-Fahrerin sagt zum Beispiel, nee, also klar geht es darum, Effektivität zu steigern. Ne? Ob das jetzt Effektivität im Arbeitsprozess ist, es geht ja im Prinzip immer darum, Kosten, also Zeit und Kosten zu sparen. Und klar geht das, also ich denke schon, dass das auf Kosten von ArbeitnehmerInnen geht. Im Gegensatz dazu spricht unser Fitness-Tracker von digitaler Glückseligkeit. Warum Glückseligkeit? Wenn natürlich alle Rahmenbedingungen so gestimmt sind, dass man sich keine Sorgen mehr machen muss.
haben Personen nicht mehr Ängste und ja, verschiedene Ängste oder Missstände, sondern können sich einfach auf die positiven Sachen im Leben konzentrieren. Wir sehen also Erfahrungen von unterschiedlichen datafizierten Situationen, Unterschiede im Gesellschaftsbild. So, soweit so nicht überraschend. Für mich war aber das interessanteste Ergebnis die zentrale Gemeinsamkeit von diesen beiden Gruppen. Die sind sich nämlich irgendwie alle einig darin, dass Datafizierung als kommerzielles Projekt betrieben wird, von dem vor allen Dingen Unternehmen profitieren. Sie alle fordern von der Politik deutlich mehr Initiative, um diesen Prozess zu gestalten. Denn auch da sind sich alle einig, die Erfassung und Auswertung von Daten könnte zur Steigerung des gesamtgesellschaftlichen Wohls für alle beitragen. Und zum Abschluss würde ich nochmal meine Interviewpartnerin zu Wort kommen lassen. Im Idealfall würden wir einfach alle vielleicht weniger arbeiten müssen, in einem Gesellschaftssystem, was irgendwie gerecht wäre. Ja, müssten wir einfach alle viel weniger arbeiten, wäre im Idealfall Technik ein Hilfsmittel und würde nicht unseren Arbeitsrhythmus diktieren. Und unser Fitness-Tracker sagt, dass man ja den Markt mehr einem demokratischen Interesse wandeln könnte, indem man halt also die Entscheidung darüber, was überhaupt im Markt passiert oder was überhaupt angezeigt wird, demokratisch gestärkt wird und höheren Zielen, wie zum Beispiel der sozialen Gleichheit oder dem Klimaschutz da unterstellt. Dankeschön. Wahrscheinlich, wer ist eigentlich für das Ding hier verantwortlich? Na gut. Die Technik, genau. Die Technik. So, wir kommen jetzt zur nächsten Arbeit, die wir auszeichnen, und zwar Tackling Bias. Danke. Wir kommen jetzt zur nächsten Arbeit, die wir hier auszeichnen, Tackling Bias in Text Classification with Explainable AI. Diese Arbeit ist im Sinne der kritischen Informatik sehr gut eingeordnet und motiviert. Hennigsen begründet und diskutiert die Problematik von Hassrede im Netz sehr angemessen in interdisziplinärer Weise. Die rechtlichen, sozialwissenschaftlichen und menschenrechtsaktivistischen Aspekte abwägend. Das zunehmende Auftreten von immer aggressiverer Hassrede in sozialen Medien hat auch die großen Internetfirmen ihren Geschäftsmodellen zuwiderlaufend veranlasst, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Dafür werden derzeit Flagging-Systeme und Moderatoren, die auf Anzeigen hin Hassrede eliminieren, eingesetzt. Hennigsen erörtert ausführlich, weshalb solche Ex-Post-Elimination problematisch ist. Vielmehr müsste sie möglichst ex-ante durchgeführt werden. Sie stellt weiters die Unterschiede rechtlicher und gesellschaftlicher Einordnung der Hassrede zwischen den USA mit dem Freedom of Speech und Deutschland mit dem Konzept verbotener Äußerungen dar. Hennigsen befasst sich weiter mit bekannten Beispielen diskriminierender KI, künstliche Intelligenz, in Bilderkennung oder Predictive Policing oder Biased-Worteintragungen in Sprachmodellen und den wissenschaftlichen Versuchen, Fairness, Zurechenbarkeit und Transparenz in KI-Systemen zu erreichen. Manche davon sind selbst unfair, indem sie sich auf bevorzugte Sprachen beziehen. Der technische Hauptteil ihrer Arbeit bezieht sich auf die Gruppenbezeichner als Indikatoren für Hassrede und die dabei mögliche technologische Erzeugung neuerlichen Bias bei der Erkennung und Elimination von Hassreden mittels Klassifikatoren.
Angesichts der ungeheuren Menge an Daten und Texten, die im Internet mittels natürlichsprachiger Systeme laufend verarbeitet werden, ist es unmöglich, Hassrede, Diskriminierung und Bias händisch zu eliminieren. Es bedarf daher gut evaluierter, automatisierter Mittel, hier die sich bereits für Fairness etabliert habenden erklärbaren KI, solche unerwünschten Vorkommnisse zumindest teilweise zu eliminieren. Dies kann immer nur im Wechsel mit menschlicher Bewertung und kontextabhängig erfolgen, die dabei notwendig übers Ziel hinausgeschossen wird, das dabei notwendigerweise übers Ziel hinausgeschossen wird, da dieselben Begriffe sowohl in abwertender Manier als auch im neutralen Kontext verwendet werden, ist ein Phänomen zusätzlicher Erzeugung und Diskriminierung und Bias. Im Bereich natürlichsprachlicher Verarbeitung wird Bias und Diskriminierung automatisiert eliminiert, indem geschützte Attribute wie Gender und Rasse für definierte, geschützte Gruppen aus Sentiment-Klassifikatoren entfernt werden. Wegen der Komplexität der Ambiguitäten von Sprache ist schon das erste ein schwieriges Problem, mehr noch das zweite wegen der Blackbox-Charakter der in natürlichsprachlich eingesetzten KI-Methoden. Dabei werden oft Indikatoren wie LGBTQ oder Moslem als Hassreden definiert, die bei der Verwendung als Klassifikatoren in Sprachmodellen unbeabsichtigt wiederum Biases erzeugen. Etwa bei Minoritäten keine Stimme im Netz bekommen, was demokratieschädlich ist. Diese Arbeit wird solcher Bias evaluiert, indem eine Liste aus Gruppenbezeichnern erstellt und strukturiert wird. Während des Trainingsprozesses von solchen Modellen werden durch Erklärungsmethoden Betrachtungswerte für jeden dieser Bezeichner berechnet. Diese Werte repräsentieren die Menge an Beachtung, die das Sprachmodell Worten während der Klassifizierung schenkt. Sie werden später in der Verlustfunktion genutzt, um das Verhalten des Modells zu korrigieren. Nun untersucht Frau Henningsen die Korrelation zwischen Modellentscheidungen und zuvor als neutral angenommenen vordefinierten Gruppenidentifikatoren, um Bias in den Klassifikatoren aufzeigen zu können. Um Diskriminierung gegen bestimmte Gruppen einzudämmen, wird die Verlustfunktion aktualisiert, indem zur Regularisierung ein post-hoc verfügbarer Erklärungscore verwendet wird, der das Modell für Entscheidungen gegen solche geschützten Terme bestraft. Die Methode ist insofern nicht neu, als sie bereits mit der Erklärmethode SOC für das Vanilla-Modell erforscht wurde. Frau Henningsen hat die Methode für die Erklärmethode LIME angepasst. Für die Bewertung der resultierenden Modelle nach ihrer Leistung und anhand des verbleibenden Bias entwickelte sie ein Testset, wo sie Satzvorlagen und die Liste an Gruppenbezeichnern kombiniert hat. Bei der Evaluation zeigte sich nicht nur, dass die verbesserten Modelle, die mit der regularisierten Verlustfunktion trainiert wurden, die Leistung gegenüber dem existierenden Vanilla-Modell halten konnten und überraschenderweise auch Genauigkeit bieten, sondern dass auch der Modell-Bias reduziert werden konnte. Darüber hinaus untermauern die Resultate die Verbindung zwischen der Leistung eines Modells und der Menge an Aufmerksamkeit, die Gruppenbezeichnern beigemessen wird. Die in perfekter englischer Sprache gehaltene Arbeit enthält eine gute Einführung, ist verständlich geschrieben und zeigt eine Reihe von Tabellen und Grafiken zur Unterstützung der Evaluationsergebnisse. Eine ungewöhnlich lange Literaturliste, auf die referenziert wurde, ergänzt das Werk. Der Grad der Durchdringung sowohl der sozialen, rechtlichen und KI-Problematik wie auch der technische Neuheitswert sind für eine Bachelorarbeit eine außerordentliche Leistung. Herzlichen Glückwunsch, Marthe Henningsen, zum Weizenbaum-Studienpreis 2022.
für die wirklich sehr nette Vorstellung und auch natürlich für den Preis hier. Ach so. Genau darauf drücken, unter dem Gelben. Ist jetzt besser? Ah ja, okay, gut. Dann nochmal vielen Dank, genau, für die Auszeichnung, auch für die sehr nette Vorstellung. Genau, das ist der Titel meiner Arbeit, Tackling Bias in Text Classification with Explainable AI. Und genau, ich habe also das im Rahmen meines Bachelorstudiums Informatik geschrieben und jetzt studiere ich Kognitionswissenschaften mit dem Schwerpunkt Ethik der KI in Osnabrück. Soll ich einfach weitermachen? Okay. Genau, am Tag, wo ich die Nachricht bekommen habe, dass mir hier dieser Preis verliehen wird, ist auch diese Nachricht veröffentlicht worden. Und da dachte ich, das passt ganz gut und da nehme ich direkt mal als einführendes Beispiel. Wir sind wahrscheinlich irgendwie alle schon mal im Netz auf Hassrede gestoßen, in verschiedenster Weise, auf verschiedensten Plattformen. Und wie auch schon in der Laudatio erläutert wurde, hat das super viele negative Auswirkungen, also von Suizidgefährdung bei Betroffenen bis zu Demokratiegefährdung oder sogar Genoziden. Ja, hat es einfach wirklich super viele negative Auswirkungen. Und es geht jetzt also darum zu gucken, wie kann man irgendwie dieses Problem angehen und wie kann man Hassrede im Netz irgendwie auslöschen. Und hier wurde also als Lösung von TikTok Wortfilter benutzt, dass einfach verschiedene Wörter, die man dort links sieht, beziehungsweise rechts, die einfach gesperrt wurden. Also wenn die in einem Kommentar vorkommen, wird dieser Kommentar nicht veröffentlicht. Und das wird natürlich noch später diskutiert, wie sinnvoll das ist. Es wird natürlich aber sofort ersichtlich, dass zum Beispiel dort auch LGBTQ oder Gay oder so benutzt wird, die in super neutralen Kontexten auch benutzt werden können und deren Verwendung wird dann aber trotzdem verhindert und damit ganze Diskurse von dieser Plattform gelöscht. Und die Lösung könnte jetzt also sein, oh, wir bauen ein KI-System, was lernen kann und das kann dann unterscheiden, ob das Wort in einem hateful Kontext benutzt wurde oder in einem neutralen Kontext. Und genau, das ist also die Problemstellung hier. Wie gehen wir als Gesellschaft mit Hassrede um? Natürlich gibt es nicht nur technologische Ansätze, da gehe ich später noch drauf ein, aber dadurch, dass es im Rahmen des Informatikstudiums nun mal erstanden ist, diese Arbeit, geht es hier um KI-Systeme zur Klassifizierung von Hassrede. Und, ich muss ja hier weiter drücken, Entschuldigung. Genau. Und diese Systeme, wie auch schon in der Einleitung erwähnt wurde, zeigen auch einen Bias gegen nämlich die bestimmte Gruppenbezeichner von marginalisierten und unterdrückten Gruppen. Das können ganz verschiedene sein. Also es sind dann Gruppenbezeichner, die Menschen aufgrund von ihrem Geschlecht oder Race-Zugehörigkeit irgendwie zuordnen, beispielsweise schwul, muslimisch, weiß, wie auch immer. Und genau, die Fragestellung ist jetzt also, wie kann man diesen Bias begegnen und reduzieren? Um das erstmal ein bisschen greifbarer zu machen, habe ich ein Beispiel dabei, wo auch schon eine Methode der erklärbaren KI benutzt wurde, um darzustellen, wie werden bestimmte Sätze nach hateful oder halt nicht hateful eingeordnet. Und da sieht man den oberen Satz, ich hoffe, man kann es lesen, I'm a Christian, also ich bin ein Christ. Und die Klassifizierung dort links ist also non-hate, also es ist nicht hassvoll. Und man sieht auch, wie sehr die einzelnen Worte im Satz dazu beitragen, dass diese Klassifizierung zustande kommt. Also M und Christian sind also sehr stark dazu zuträglich, dass das als nicht hassvoll zugeordnet wird. Und da unten sieht man nun den gleichen Satz, nur mit einem anderen Punkt am Ende, nämlich I'm a Muslim, und also ich bin Muslim. Und das wird als hassvoll eingestuft und man sieht auch, dass, ich halte mal hier fest, dass das Wort Muslim fast allein dafür zuträglich ist, dass das als Hassrede klassifiziert wird. Genau, einen kurzen technischen Exkurs, wie das jetzt hier angegangen wurde. Also diese Technologie, dieses KI-System, was zur Klassifizierung benutzt wurde, basiert auf dem Transformer-Modell BERT, BERT heißt das auch. Und das wird dann das wird auf super großem englischen Datensatz trainiert
Und das wird dann nochmal gefeintuned für die spezielle Aufgabe hier, also Hassrede zu klassifizieren. Und dieses System zeigt also einen Bias. Genau, und das wurde schon in einem anderen Paper, nämlich Kennedy et al. 2020 untersucht. Und die haben dann auch eine Methode der XAI benutzt, um das zu reduzieren. Und genau, ich habe das erstmal nachvollzogen, was die dort gemacht haben und auch den Bias nochmal nachvollzogen und dann auch das noch geändert auf die Erklärmethode Lyme. Konnte dort aber nicht so viele Untersuchungen leider anstellen, einfach aus Grund von Zeitgründen. Viele werden es vielleicht auch kennen, das ist manchmal bei Abschlussarbeiten dann so, dass die Deadline dann immer näher rückt. Genau, erstmal diese verschiedenen Gruppenbezeichner. Genau, hier sind die also in drei verschiedene Kategorien aufgeteilt, Gender, Sexual Orientation, Race and Religion. Und innerhalb jeder Kategorie gibt es auch nochmal die Unterteilung zwischen Discriminated Against und Not Discriminated Against. Diese Aufteilung ist auf jeden Fall auch nicht ganz so eins zu eins in der realen Welt zu sehen, ist jetzt hier erstmal nur zu Analysezwecken. Genau, diese ganzen Gruppenbezeichner habe ich rausgesucht aus verschiedensten Listen oder mir noch selber überlegt und die wurden also benutzt, um dieses System, dieses KI-System zu korrigieren. Also es wurde die Erklärmethode eingesetzt, um die Gewichtung rauszufinden, die dann als Korrektiv wieder benutzt wurde, damit das System quasi nicht so viel Wert auf diese Gruppenbezeichner bei der Klassifizierung legt und die Hoffnung ist dann quasi, dass sich dieser Bias reduziert und das wurde also untersucht. Jetzt hier mal auf zwei Laptops weiterschalten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, diese Grafik. Das sind jetzt fast alle von den Gruppenbezeichnern von vorher. Und zwar nämlich, wie stark die gewichtet wurden von diesem KI-System. Ich habe noch, wie auch gesagt wurde, ein Testset konstruiert mit allen Bezeichnern, die hier aufgelistet sind. Ich glaube, es sind 73 oder 74. Und die kommen alle gleich häufig vor und die kommen auch gleich häufig im Hateful und Non-Hateful Kontext vor. Und wurde also untersucht, wie viel Aufmerksamkeit das KI-System diesen Bezeichnern bei der Einordnung denen geschenkt hat. Und hier ist das auch noch nach den Farben, nach den verschiedenen Kategorien aufgelöst. Und wenn dort um diesen Mittelpunkt, ich weiß nicht, wie gut man das sieht, um diesen mittleren Kasten ein schwarzer Kasten noch drum ist, dann sind das Gruppen, die als Gruppenbezeichner von Gruppen, die als diskriminiert angesehen werden. Genau, man kann also sehen, teilweise, also es gibt große Unterschiede. Die vordersten sind Homosexuals, Transgender und irgendwie Lesbians, also alles unter also eher diskriminierte Gruppen, denen irgendwie super hohe Gewichtung beigemessen wird. Und jetzt sieht man den Effekt, den jetzt diese Erklärmethode als Korrektiv hat. Jetzt sind die Gewichtungen, also nach dem Debiasing, sieht jetzt so aus. Es gibt also nicht mehr so starke Unterschiede, es hat sich alles sehr viel angepasst, es ist nicht mehr so, dass die, also wahrscheinlich nicht mehr so, dass die alleine ausschlaggebend für eine Klassifizierung sind. Genau, das Gleiche habe ich dann nochmal in einer anderen Grafik hier, also aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Kategorien, die ich am Anfang, also die bei den Gruppenbezeichnern zu sehen waren. Da sieht man auch in Blau die diskriminierten Gruppenbezeichner und in Grün die nicht diskriminierten. Es gibt also dort auch große Unterschiede, wie viel Gewichtung denen jeweils zugemessen wird. Also die Gruppenbezeichner von den diskriminierten Gruppen sind also viel stärker zuträglich einer hassvollen Klassifizierung als die von nicht diskriminierten Gruppenbezeichnern. Und gut und schön, jetzt hat man also gesehen, okay, wie es irgendwie, achso, und jetzt natürlich noch so nach dem Debiasing sieht es dann so aus. Also auch hier sieht man, es ist deutlich angepasst, die Unterschiede sind kleiner geworden, es sind immer noch welche da, aber sind nicht mehr so groß. Und genau, jetzt kann man sich fragen, okay, die Gewichtung wurde irgendwie reduziert, toll und schön, aber hat das auch irgendwie überhaupt eine Auswirkung? Also macht das überhaupt was mit der Performance von dem System? Und das sieht man hier, also noch sieht man es nicht, aber das ist nämlich noch vor dem Debiasing. Das ist die gleiche Grafik wie vor vier Folien, nur dass jetzt diese grauen Balken da noch bei sind und die zeigen die Performance an für die jeweiligen Gruppenbezeichner. Also wie genau konnten die jeweils zugeordnet werden? Und da sieht man, also rechts ist dann die Skala und da sieht man zum Beispiel für drei Gruppenbezeichner, nämlich Homosexual, Transgender und African, ist die Genauigkeit bei 50%. Man hätte also genauso gut eine Münze werfen können, ob das jetzt Hassrede ist oder nicht. Das ist natürlich nicht gut. Und jetzt kann man sehen, wie das sich verändert hat.
Genau, und das sieht man hier, das ist wieder die nach dem Debiasing mit den Accuracy-Werten und die sind halt deutlich gestiegen. Ich habe das auch nochmal als absoluten Wert, aber das ist in so einer Tabelle mit super vielen Zahlen und das dachte ich, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel für den Vortrag. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt schon ein bisschen lang dabei. Genau, aber auf jeden Fall, die Genauigkeit hat sich auf jeden Fall erhöht und die Performance also verbessert, die Inputs konnten also genauer klassifiziert werden und haben weniger Fehler vorgezeigt. Genau, trotzdem muss natürlich diese Technologie und auch diese Befunde hier nochmal diskutiert werden. Das passiert hier auf dieser Folie. Genau, einmal, und das kann man auf verschiedenen Ebenen machen. Eigentlich wollte ich, dass das so eingeblendet wird, deswegen ist das jetzt vielleicht ein bisschen viel am Anfang. Aber man kann das auf verschiedenen Ebenen machen. Zunächst einmal zum Beispiel innerhalb dieser Technologie. Also es gibt einfach auch Kritik an dem Ansatz, der jetzt hier vorgestellt wurde, dass zum Beispiel diese Liste der Gruppenbezeichner müsste manuell auf dem neuesten Stand gehalten werden. Man müsste also immer, wenn neue Diskriminierungsmuster sich irgendwie ergeben, müsste das geupdatet werden. Und noch weitere Sachen, die jetzt aber vielleicht ein bisschen da hätte ich vorher noch über andere Sachen sprechen müssen, für die ich jetzt hier keine Zeit hatte. Genau, dann noch innerhalb von diesem gesamten Ansatz, Hassrede überhaupt mit Technologie zu bekämpfen. Und zwar, dass man einfach auch, also es gibt sehr viele Lösungswege, das zu umgehen. Also man kann auch einfach die Schreibweise von Worten ändern, indem man zum Beispiel, es wird auch auf TikTok viel gemacht, um diesen Wortfilter, der am Anfang eingeleitet wurde oder der gezeigt wurde, zu umgehen, indem einfach statt zum Beispiel Sex, also mit S-E-G-G-S geschrieben wird. Alle wissen also, was gemeint wird, nur halt dieser Wortfilter nicht. Man hat also im Endeffekt nicht so viel gewonnen und das kann halt auch bei zum Beispiel Racial Slurs einfach passieren, indem ich zum Beispiel beim N-Wort das E durch eine 3 austausche und zack, wird es nirgendwo mehr erkannt. Und genau, außerdem kommt noch hinzu, dass Sprache extrem kontextsensitiv ist, also dass zum Beispiel auch manche Schimpfworte, die in manchen Kontexten total verletzend sein können, zum Beispiel das Wort Bitch oder so, das kann total verletzend sein, wenn das irgendein Typ auf der Straße zu einem sagt oder im Internet auch, aber wenn das eine Freundin zu mir sagt, ist das halt ein ganz anderer Kontext und hat auch eine total andere Bedeutung und da können halt diese KI-Systeme auch nicht zwischen unterscheiden. Und dann noch darüber hinausgehend, dass man natürlich nicht Hassrede nur allein technologisch begegnen kann. Das ist ein gesellschaftliches Problem und kein technologisches. Diese ganzen Ressentiments, die in den Leuten stecken, die Hassrede im Internet verfassen, die gehen ja nicht weg, nur weil sie es auf einmal nicht posten können. Und die versammeln sich dann meinetwegen auf anderen Plattformen und kommen damit noch viel extremeren Weltsichten in Berührung und übernehmen diese vielleicht dann leider auch oder finden irgendwie andere Wege der Äußerung. Im schlimmsten Fall irgendwie in der realen Welt, wo sie dann da Leid und Schrecken verbreiten. Genau, von daher muss es auch als solches angegangen werden und es kann nicht irgendwie die Lösung sein, ah ja, wir sperren das jetzt und erkennen das nur super gut und dann kann das niemand mehr veröffentlicht werden und das Problem ist weg. Genau, und dann zum Schluss habe ich noch ein Zitat von Weizmann mitgebracht, nachdem ja auch dieser Preis benannt ist und ich finde, das war irgendwie sehr passend. Ich habe das auch als einleitendes Zitat für die Bachelorarbeit benutzt und wichtig ist immer, in welches gesellschaftliche Umfeld ein Massenmedium, egal welches, eingebaut ist, jedes Instrument erbt und erhält seinen Wert von der Gesellschaft, in die es eingebettet ist. Und ich finde den irgendwie sehr treffend und beschreibt das sehr gut. Informatik passiert nicht im Vakuum, sondern hat immer Auswirkungen in der realen Welt und sich dem zu stellen, ist super wichtig und deswegen auch nochmal vielen Dank für die Arbeit des Vereins. Wunderbar, herzlichen Dank. Nun, die Wissenschaft Informatik befasst sich noch nicht zu lange umfassend und interdisziplinär mit Sicherheitsaspekten, insbesondere in der hier behandelten Hardware-Sicherheit. Ein Anfang dazu machte das Zero-Trust-Paradigma, später gefolgt von Zero-Trust-Architekturen. Während gespeicherte Daten ursprünglich eng verbunden waren mit dazugehörigen Hard- und Software-Speichermedien, sind sie heute nur mehr indirekt zugänglich über Mensch-Maschinen-Interfaces. Aber weder ihren Ort noch ihre Spuren, noch Formate, noch Strukturen, noch Zusammenhänge untereinander in den inneren Strukturen von Microchips, Harddisk oder Flash-Memories preisgeben.
Um Datenmanipulation oder Kopien zu vermeiden, unautorisiert, wäre es umso wichtiger, Mittel zum Datenschutz auch in Hard- und in Software, auch von Netzwerken angemessen zu implementieren, dass zumindest das Recht auf informationelle Selbstbestimmung auch erfüllt werden kann. Vertrauen beinhaltet nicht nur, dass man etwas weiß, sondern auch, dass es allgemein glaubhaft ist und dass dieses Vertrauen auf gültiger Evidenz beruht. Für vertrauenswürdige Computersysteme muss die Evidenz sowohl sozial als auch technisch gelten. Die European Data, General Data Protection Regulation, also die EU-Datenschutzgrundverordnung, soll zu mehr Selbstbestimmung mittels sozialwissenschaftlicher Mechanismen führen. Hier bedeutet Vertrauen die Überzeugung in die Ehrlichkeit und Integrität einer Person oder Institution, auch wenn es dafür keine Beweise gibt. Zum Zugang zu sensiblen Daten verlangen Zero-Trust-Systeme einen Sicherheitsrahmen, wo sich alle User authentifizieren und autorisiert sein müssen. Das heißt, bevor sie Zugang zu den Anwendungen und Daten erhalten, müssen sie validiert werden. Hier aber geht es um technologische Mechanismen zur Erhöhung von Vertrauen, in dem den BürgerInnen maximale Einsicht und Transparenz hinsichtlich der Datensicherheit gewährt werden soll. Leider sind für die komplexen Prozesse Vertraulichkeit und Zurechenbarkeit derzeit kaum erreichte Wünsche. Ja, noch schwieriger wäre die Überprüfung der konkreten korrekten Implementierung derselben bereits durch Professionelle. Völlig unmöglich hingegen durch Laien. Die Frage ist daher, wie Vertrauen in ein System bei der Prozessierung sensibler Daten hergestellt werden kann und wie Menschen eine gewisse Selbstbestimmung über Daten erhalten können und Prozesse. Die vorgelegte Arbeit trägt ein wenig, das heißt so viel wie maximal in diesem Rahmen technisch sowohl in der Arbeit möglich ist. Ein Problem dabei ist, dass ein Computerchip eine Operation in einer Blackbox ist, und zwar nicht im allgemeinen KI-Sinne, sondern für die menschlichen Sinne allgemein. Egal, welche Expertise eine Betrachterin haben mag, sie kann aufgrund des Verhaltens Annahmen über die Vertrauenswürdigkeit machen, aber diese können falsch sein, wenn der Chip schlecht designt, modifiziert oder komplex ist. In Hardware Security oder Trusted Hardware nennt man ein IT-Device Trusted, wenn beweisbar ist, dass es nicht korrumpiert wurde, genauer, wenn die Kosten für eine unentdeckte Korrumpierung so hoch sind, dass sie unwahrscheinlich ist. Für das Erreichen informationeller Selbstbestimmung zum Beispiel bedarf es sowohl verifizierbarer Trustable Hard- und Software als auch sozialen Vertrauens in Personen mit Zugang und natürlich auch in deren informiertes Vertrauen in die verifizierte vertrauenswürdigen Systeme und die Umgebungen. Das Szenario, in dem die entwickelten Methoden hier exemplarisch vorgeführt werden, ist die Videoüberwachung. Die Kameras, vertrauenswürdige Systeme, nehmen dann die Aufnahmen von Personen, also personenbezogene Daten, nur in kryptischer Form auf oder verschlüsselter Form auf, wobei der Schlüssel für die Dekryptierung nur in einer vertrauenswürdigen dritten Partei verfügbar ist, damit sich BürgerInnen, die sich so überwacht wissen, dennoch einigermaßen frei bewegen und äußern können. Da bedarf es aber ihres Vertrauens in die beschriebene Technologie. Herr Felten hat hierzu das Konzept der digitalen Tarnkappe, DCI, Digital Cloak of Invisibility, entwickelt. Im Laufe seiner Jahre andauernden Kooperation mit Forschern anderer Fachrichtungen, zum Beispiel Geistes-, Sozial- und Rechtswissenschaften, entwickelt. Aber auch die technische Realisierbarkeit mit seiner Arbeit am Beispiel digitalisierter Videoüberwachung umgesetzt. Wenn die Hardware über den gesamten Nutzungszeitraum als vertrauenswürdig angenommen werden kann, ermöglicht die digitale Tarnkappe personenbezogene Daten automatisiert zu entfernen. Für die Videosequenzen ist die Umgebung dann sichtbar, aber die Personen sind zunächst ausgeblendet. Aber sie ist nur bei Vorliegen entsprechender Legitimation, wer das dann auch immer ist, selektiv sichtbar zu machen. Fragezeichen. Eine DCI konstruiert also eine Gewaltenteilung für das Sammeln, Speichern und Analysieren von personenbezogenen Daten. Es ist ein Mittel, um Datensicherheit mit Trusted Hardware zu ermöglichen. Sind Physical Unclonable Functions, also PUFs, als Komponenten einer digitalen Tarnkappe-Implementierung. Eine Beispielanwendung wurde implementiert. Manch offene Frage wurde angesprochen, wie zum Beispiel die Vertrauenswürdigkeit der Hardware auf nachvollziehbare und transparente Weise an Laien vermittelt werden könnte oder wer agiert über die verschiedenen Instanzen der durch die Tarnkappe konstruierten Gewaltenteilung und was macht die gegenüber der Öffentlichkeit vertrauenswürdig. Andere Fragen wurden leider nicht angesprochen. Also ob dieses Projekt jedoch selbst Videoüberwachung legitimiert, dies kommt zu kurz. Genauso wer legitimiert sichtbar machen kann
oder wie viel Sachkenntnis auf gesellschaftlicher Ebene notwendig ist, um Trustable Hardware informiert zu vertrauen. Dennoch, Herr Felten hat in seiner Forschung und Implementierung in vielen Veröffentlichungen und Workshops bekannt gemacht und diskutiert. Wir haben hier eine interdisziplinäre Informatikarbeit, die aus der Kooperation mit anderen Disziplinen heraus zu geeigneten Kombinationen von Bekannten und Neuem aus der Hardware-Sicherheit zur Lösung eines komplexen Problems findet oder zumindest einen Ansatz sieht. Herzlichen Glückwunsch, Linus Felten, Feiten zum Weizenbaum-Studienpreis 2022. Schön. Und das Getränk dazu. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Danke. So, jetzt haben wir hier. Hast du die? Hier ist die. So. Probieren es doch mal. Hallo, hallo. Okay, gut, ja, dann also auch hallo von meiner Seite nochmal und vielen Dank, dass ich hier sein darf, auch für diese Auszeichnung meiner Dissertation, ja, mit dem Titel Take the Power Back, Secrecy, Accountability and Trust in the Digital Age. Ist ja ein nicht so sprechender Titel, der also jetzt nicht so spezifisch ahnen lässt, worum es da eigentlich geht in der Arbeit. Und es hat zum Großteil den Grund, dass die Dissertation aus zwei Säulen, könnte man mal sagen, besteht, die ein bisschen disjunkt scheinen zunächst, aber dann doch wieder miteinander zu tun haben. Und eigentlich, also die linke Säule hier, die zu sehen ist, sind diese Physically Unclonable Functions, also ein Thema aus der Hardware Security. Und das ist auch so, dass, wo ich herkomme, aus der technischen Informatik und auch der Lehrstuhl von Professor Becker in Freiburg, an dem ich die Promotion geschrieben habe. Und die andere Säule, diese Privacy Preserving Surveillance, die ist eigentlich mehr so ein Herzensanliegen von mir gewesen. Also profiliert, wissenschaftlich habe ich mich eher mit den Physically Unclonable Functions und da auch viel mehr veröffentlicht. Aber eigentlich motiviert wurde die Beschäftigung mit den PUFs durch Fragestellungen, die wiederum aus diesem gesellschaftlichen entsprungen sind, nämlich wann, wie kann ich überhaupt vertrauen einem Gerät, das irgendwie vorgibt, ja, ich mache hier nur Privacy Preserving Surveillance, woher soll ich denn wissen, dass da nicht doch irgendwie eine Backdoor, eine bewusste oder auch eine unbewusste drin ist, als normaler Bürger, der an der Kamera vorbeigeht oder an dem jeweiligen Sensor. Und da waren eben diese Physically Unclonable Functions eine Möglichkeit, die ich gesehen habe, wie man eben aus der Hardware heraus da einen Beitrag leisten kann. Und das will ich heute nur ganz kurz anschneiden, weil hier den Weizenbaumpreis, der ist ja natürlich wegen der gesellschaftlichen Implikation und da geht es dann eher um die rechte Säule. Ich sage deshalb jetzt nur auf einer Folie ganz kurz, was es mit diesen Physically Unclonable Functions auf sich hat und gehe dann noch weiter auf den anderen Teil ein. Also ganz grob gesagt, Physically Unclonable Functions kann man dafür verwenden, um einen Chip eindeutig zu identifizieren. Das könnte man ja auch klassischerweise einfach so machen, dass man da eine Seriennummer einbrennt in den Chip oder im nichtflüchtigen Speicher abspeichert. Hat allerdings den Nachteil, dass es für einen Angreifer, der physischen Zugriff zu dem Chip hat, eben relativ leicht ist, den auszulesen, diesen Speicher. Und da wollen eben die Physically Unclonable Functions eine Alternative bieten, indem nämlich diese Signatur dieses Chips eben da nirgends wirklich physikalisch richtig abgelegt ist, sondern sie wird zur Laufzeit generiert aus physikalischen Eigenschaften des Chips, die im Herstellungsprozess des Chips unkontrolliert passieren und insofern auch nicht willkürlich zu klonen sind, daher eben Physically Unclonable Function. Und eine Möglichkeit, das zu machen, ist mit so Ringoszillator-Schaltkreisen. Also das sind Schaltkreise, die einfach nur ein Signal immer so im Kreis laufen lassen und es wird da bei jedem Durchlauf immer einmal invertiert, sodass man am Ausgang dann immer diese Oszillation 010101 beobachten kann und die Frequenz, mit der das oszilliert, die hängt jetzt von dem Widerstand dieser Leitung ab und dieser Widerstand wiederum hängt von unkontrollierbaren Prozessen,
Effekten in dem Produktionsprozess des Chips ab und kann somit dazu verwendet werden, einen Chip eindeutig zu identifizieren, sodass man dann als Metapher sagen kann, jeder Chip hat dadurch sowas wie einen Fingerabdruck. Es ist im Endeffekt wiederum nichts anderes, als wenn man jedem Chip auch eine Seriennummer gegeben hätte, aber es ist eine aus Hardware-Security-Sicht besonders sichere oder mit gesteigerter Sicherheit angesehene Art, einen Chip zu identifizieren. Und was das angeht eben, da habe ich im Verlauf meiner Forschungstätigkeit verschiedene Contributions gebracht und veröffentlicht. Also ich habe mir Implementationsmethoden für Puffs auf FPGAs überlegt, habe mir dazu eigene Metriken entwickelt, um die Qualität zu messen und habe dann noch so ein Problem an Angriff genommen, was da bei den Ringoszillator-Puffs vor allem vorliegt, nämlich dass die Ringoszillatoren gebiased sein können und dann auf jedem Chip doch wiederum gleich sind und dass man das ausgleicht. Und zuletzt habe ich dann noch eine neuartige Form von Ring-Oscillator-Puff, speziell auch auf FPGAs entwickelt, die um ein Vielfaches Platz sparender sind als das, was es davor bisher gegeben hat. Ja, wie gesagt, das ist komplett anwendungsneutral. Man kann es überall da einsetzen, wo man irgendwie ein Secret in einem Chip braucht, was schwer auszulesen sein soll. Und insofern, ja, wie gesagt, anwendungsneutral. Aber jetzt kommen wir eben zu dem anderen Thema. Es war halt immer mein Anliegen, nicht nur anwendungsneutrale Informatik zu machen, sondern das Ganze auch irgendwie immer eingebettet mitzudenken in gesellschaftlichen Kontexten. Und da eben, wie gesagt, war dann das mit der Privacy Preserving Surveillance ein Thema, was ich eben nicht alleine, sondern mit Kollegen aus anderen Disziplinen an der Uni Freiburg zusammen angegangen bin. Wir haben da ein Center for Security and Society und in dessen Rahmen war also diese Kooperation möglich. Und hier möchte ich ganz besonders meinen Kollegen von damals, den Sebastian Weidner-Volkmann, nochmal hervorheben, weil er da maßgeblich mit mir zusammen dran gearbeitet hat. Und er ist inzwischen Junior Professor für Ethik der digitalen Methoden und Techniken an der Ruhr-Universität Bochum. Also ihm gebührt ein ganz besonderer Dank hier. Ja, jetzt beschreibe ich nur in ganz groben Zügen auch, weil die Zeit ja nicht wirklich ausreicht, was wir da uns vorgenommen haben. Ich habe gerade in der Einleitung, da wurde viel auf dieses Thema, wie wird der Trust hergestellt, wie kann man den Trust in die Hardware herstellen. Das ist jetzt was, worauf ich jetzt hier in dem Vortrag gar nicht groß eingehe. Das muss dann nachgelesen werden, was ich mir da überlegt habe. Hier geht es erstmal nur um diesen Use Case in der Videoüberwachung, wo auch, gebe ich zu, einige Fragen nicht komplett von mir behandelt wurden, aber die Stoßrichtung wird auf jeden Fall dann mal klar. Was das Problem an Überwachung ist, muss ich ja hier jetzt, glaube ich, nicht nochmal genauer ausführen. Draußen liegen auch Flyer und von Digital Courage zum Beispiel oder Digital Courage und diese Vorratsdatenspeicherung.de kann ich also auch sehr empfehlen, wer sich dafür interessiert. Und die Sache ist nur die, es kommt ja dann doch immer manchmal vor, dass dann mal auch sehr medienwirksam was passiert, wie jetzt hier dieser U-Bahn-Schubser, da ist jetzt nichts passiert, die junge Frau ist nochmal glimpflich davongekommen, aber das ist dann sowas, wo dann halt das Narrativ kommt, ja, jetzt hat man ihn durch die Videoüberwachung halt überführt und Gott sei Dank haben wir die Videoüberwachung und Umfragen zufolge, ich meine, die ist jetzt von 2014, ich weiß nicht, wie es inzwischen aussieht, ist irgendwie in der Gesamtbevölkerung auch die Problematik noch nicht so angekommen, weil wie eigentlich ja, diese ganzen fragwürdigen Effekte von Videoüberwachung doch zu kritisieren sind. Deswegen, ich nicht weiß, wie weit man sich die Hoffnung machen kann, dass das so bald verschwindet. Und daher jetzt eben dieser Ansatz, naja, vielleicht kann man etwas tun, um das wenigstens ein bisschen abzufedern. Und das ist also auch nicht meine Erfindung, sondern diese Idee der Privacy Preserving Surveillance, das ist ein komplettes Forschungsfeld, wo also gerade in den Anfang der 2000er Jahre viel veröffentlicht wurde. Dann ist es abgeebbt etwas.
Das habe ich also auch in meiner Dissertation alles recherchiert und nochmal zusammengestellt, welche Forschungsgruppen es da waren und wie gab und was deren Ansätze waren. Aber es läuft immer irgendwie darauf hinaus, dass automatisiert, bevor das Video irgendein Mensch zu Gesicht bekommt, personenbezogene Daten eben da irgendwie geschwärzt werden. Und mal mit dem Ziel, die hinterher auch wieder de-anonymisieren zu können und mal auch nicht, je nachdem, welcher Anwendungsfall da ist. Aber so könnte man ja sagen, naja, das wäre doch ideal, die Privatsphäre von allen, die sich nicht zu Schulden kommen lassen, die bleibt für immer geschützt. Und wenn mal was passiert, dann ist es quasi wie bei einem Durchsuchungs- oder Haftbefehl, dann muss erstmal jemand eine dritte Instanz zustimmen und dann kann in die Privatsphäre einer Person eingegriffen werden, indem sie dann in den Aufzeichnungen de-anonymisiert wird. Ja, und das habe ich nochmal in meiner Dissertation eben aufgegriffen und auch mal wirklich technisch ausbuchstabiert, wie sowas denn funktionieren könnte. Und zwar auch jetzt nicht nur anhand der Videoüberwachung, sondern ich habe jetzt mal ganz allgemein Sensor genommen. Also man kann das für jegliche Art der Datenerhebung anwenden, wo eben überwacht wird und eben personenbezogene Daten entstehen. Und es entstehen ja oft nicht nur personenbezogene Daten, sondern auch dazu immer so Metadaten, die nicht unbedingt personenbezogen sind. Nicht immer ganz klar, wo diese Linie zu trennen ist, aber grob kann man es oft doch bestimmen. Und dann ist die Idee, dass eben innerhalb des Sensors, also bevor die Daten überhaupt rauskommen, die personenbezogenen Daten verschlüsselt werden mit einem Schlüssel, der auch von außen nicht zugreifbar ist in diesem Sensor. Da kommt auch Hardware-Security natürlich wieder zum Spiel. Und die nicht personenbezogenen Daten, die können einfach so im Klartext rausgegeben werden. In der Videoüberwachung, also wenn der Sensor jetzt eine Kamera wäre, einfach um es ein bisschen anschaulicher zu machen, da könnte man dann sagen, das sind die Daten, die aufgenommen werden. Und die nicht personenbezogenen Daten wäre also der Hintergrund, alles, wo keine Menschen drauf zu sehen sind. Und die personenbezogenen Daten sind halt die Bildausschnitte, anhand derer man eben eine Person identifizieren könnte. Dass man natürlich auch an der Gangart oder an dem Umriss einer Person Rückschlüsse auf die Person ziehen kann, ist klar. Da müsste man dann hier noch mal eingreifen und vielleicht dickere Boxen um die Person machen, aber das sind bekannte Probleme und das ist nicht so immer klar, wie man die personenbezogenen von den nicht bezogenen Daten unterscheiden kann, aber von der Richtung her soll das mal hier genügen, um das darzustellen. Und eben auch würde man dann die nicht personenbezogenen Daten unverschlüsselt rausgeben und die personenbezogenen Daten kämen nur verschlüsselt raus, könnte man also nicht die Personen daran identifizieren. Und der gesamte Workflow, der könnte dann eben so aussehen, es werden die Daten erhoben, dann anonymisiert abgespeichert, diese Trennung zwischen personenbezogen und nicht personenbezogen habe ich jetzt mal hier von abstrahiert. Und Live-Monitoring ist auch nach wie vor möglich, also auch jemand, der in irgendeinem Kontrollraum sitzt und diese ganzen Videostreams von anonymisierten Daten anguckt, der würde auch erkennen können, ob da gerade irgendjemand auf dem Boden liegt oder vor einer U-Bahn geschubst wird oder so. Und wäre also insofern, dem Ziel der Videoüberwachung erstmal keinen Abbruch tun. Und wenn dann es nötig wird, dass man wirklich jetzt mal nachgucken muss, wer hat denn da geschubst oder war irgendwie, dann kann eben so eine De-Anonymisierungsanfrage gestellt werden an eine wie auch immer geartete Keykeeper Authority. Die haben wir hier jetzt mal so als einen Richter dargestellt. Es muss natürlich kein echter Richter sein, genauso wenig wie das auch hier jetzt ein Polizist sein muss. Das ist einfach jetzt mal erstmal, um das Prinzip zu erklären. Und die können dann eben anhand der nicht personenbezogenen Daten im Idealfall feststellen, ob das dann eine berechtigte Anfrage ist zur De-Anonymisierung und dann aus einem Schlüssel, dieser Schlüssel ist also das Pendant zu dem Schlüssel, der hier in der Kamera steckt, Subschlüssel erstellen, denn es ist so, dass jetzt nicht alle Daten mit dem gleichen Schlüssel verschlüsselt werden, sondern pro Datum wird eben von dem Hauptschlüssel ein Subschlüssel abgeleitet, sodass dann eben zielgenau gesagt werden kann, gut, für die und die Stellen, da wird der Subschlüssel rausgegeben, sodass dann die de-anonymisiert werden können, aber für alles andere nicht. Und genau, dieses ganze Thema mit Trust und Physically Unclonable Functions, das kommt dann jetzt
wieder hier ins Spiel, nämlich wie sollen die Leute, die jetzt da von den Kameras oder überhaupt von den Überwachungssensoren betroffen sind, Vertrauen darin gewinnen, dass ihnen da nicht nur was erzählt wird und in Wirklichkeit gibt es doch ein Key Escrow und eine Backdoor und alles. Und da habe ich eben ausbuchstabiert, wie man das technisch umsetzen könnte, auch auf eine demokratische Art und Weise. Ja, das kann ich leider jetzt hier nicht alles bis ins Detail erzählen. Aber wen es interessiert, der darf gerne in meiner Dissertation nachlesen. Ja, ich habe schon gesagt, es muss nicht Polizei und Richter sein. Man könnte sich auch simplere Szenarien vorstellen, wie eine Hausgemeinschaft, wo öfters mal der Briefkasten demoliert wird und man will doch jetzt dann doch mal mit einer Kamera gucken, was da immer los ist, ohne aber zu tracken, wer da wann und wie mit wem reingekommen ist. Und dann könnte man auch so sagen, die Keykeeper Authority, die sind einfach alle. Und man sagt, wenn 3 von 5 Leuten ihren Schlüssel geben, dann kann es de-anonymisiert werden und sonst nicht. Also man könnte diesen Hauptschlüssel so verteilen, dass es eben dann passiert, wenn genug ihren Schlüssel dazu geben. Genau, also was meine Contributions in dem Feld waren, eben ich habe mir Methoden überlegt, wie man also diese De-anonymisierungs-Requests auch betrugssicher machen kann, dass man also nicht sagt, ja hier guck mal, das ist der U-Bahn-Schubser und in Wirklichkeit fordert man die Schlüssel für was ganz anderes an, dass das also ausgeschlossen wird. Dann noch eine Break-Glass-Funktion, wenn also Gefahr im Verzug ist, dass man dann auch sofort den Schlüssel für die so und so viele letzten Stunden aus der Kamera rausbekommen kann, die Kamera sich aber gleichzeitig als gebreakt, also zu erkennen gibt. Dann eben die Frage, ja, wie kann die Inbetriebnahme durch bestimmte demokratisch legitimierte Auditoren stattfinden und wie können die Personen, die davon betroffen sind, von der Überwachung im Nachhinein verifizieren, dass die Kamera immer noch in dem Zustand ist, wie der Auditor oder die Auditorin sie hinterlassen hat. Das ist alles in der Dissertation beschrieben. Was unterbelichtet ist, das gebe ich zu, ich muss sagen, man verfällt da doch in so eine Art Solutionismus, wenn man da so dabei ist, sich so alles zu überlegen, ja, wie könnte man das Problem noch lösen und das und das und das. Und dann, ja, muss ich zugeben, blendet man einige Sachen aus, was dadurch natürlich überhaupt nicht gelöst wird an Videoüberwachung ist, dass es teuer ist und fraglich ist, ob es überhaupt so viel bringt und ob es deshalb den Preis wert ist. Und es wird ja hierdurch nur noch teurer, das muss man ja auch eindeutig sehen. Und das Problem, dass auch Videodaten zum Teil Leute zu Unrecht haben verurteilt sein lassen, das wird dadurch auch nicht getackelt. Also es ist jetzt nicht das Allheilmittel, wie man jetzt alle Probleme von Videoüberwachung oder von Überwachung im Allgemeinen löst. Und deshalb muss man auch also sehr aufpassen, dass man so eine Technologie nicht nachher implementiert und wie dann zum Feigenblatt von der Überwachungstechnologie werden lässt. Also hier ist durchaus Vorsicht geboten, aber wenn man die Massenüberwachung schon nicht los wird, dann könnte sie vielleicht durch solche Mittel etwas gemildert werden. Das war jedenfalls so unser Ideal bei der Entwicklung davon. Wir haben es auch bis zu einem Proof of Concept gebracht. Also hier 2 Studenten, also ein Student und einer Studentin, ist hier besonderer Dank geschuldet. Aber man hat auch ganz deutlich gesehen, wie kompliziert das ist, das doch alles so wasserdicht nachher zu machen. Und daran wird sich auch entscheiden, ob so ein System überhaupt in Praxis relevant ist oder nicht, weil es muss natürlich so gestreamlined sein, dass es in Juristensprache wirtschaftlich zumutbar ist, denn der Gesetzgeber sagt, Videoüberwachung ist eigentlich nur so lange erlaubt, wie es kein wirtschaftlich zumutbares alternatives Mittel gibt. Und ob das jetzt wirtschaftlich zumutbar ist, so ein System zu implementieren, das wird halt erst in der Praxis zu sehen sein. Ja. Dann bin ich am Ende und sage nochmal Dank den Betreuern meiner Arbeit, Professor Becker, Professor Polian und Professor Müller. Sebastian Weidner-Volkmann habe ich schon genannt und meine ganzen Kollegen vom Lehrstuhl und die Studenten und Studentinnen, die ich betreut habe. Also ohne die wäre das alles nicht möglich gewesen. Vielen Dank. Kurzer Stau am Bühnenaufgang. So. Ja, herzlichen Glückwunsch auch nochmal von mir. Ich muss ja gestehen, ich verstehe nur Teile von dem, was ich höre. Ich bin nämlich Politikwissenschaftlerin, aber was ich verstanden habe heute und was ich wirklich nicht wusste, so in diesem Ausmaß, dass wir irgendwie doch als Demokratiefreundinnen und
auch Freundinnen des Friedens sehr starke Verbündete haben im Bereich der, was war auch immer, das ist Informatik, Technologie. Das finde ich sehr beruhigend, freut mich sehr.